Hallo meine Lieben, wir machen heute Kokosmakronen. Es tut mir leid, dass das Licht nicht so gut ist. Ich filme unter dieser Lampe und es ist... Hier schreibe ich euch natürlich genau mit Mengenangaben in die Infobox. Wir brauchen Eiweiß, Puderzucker, Kokosraspeln. Die sind hier leider schon auf, darum musste ich die jetzt so hinlegen. Die sind mir gerade eben kaputt gegangen. Wir brauchen Limetten und etwas Mehl. Und hier Gedöns brauchen wir eine Zitronenpresse. Wir brauchen eine feine Reibe. Wir brauchen Schälchen, um eben das Ei zu trennen und wir brauchen eine Schüssel. Optimalerweise kann man jetzt auch noch Oblaten nehmen. Die habe ich dummerweise vergessen zu kaufen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ja, dann geht es jetzt einfach mal los. Übrigens mal wieder Big FM, den Black Music Stream. Mache ich lieber aus, weil sonst wird mein Video gelöscht. Auf jeden Fall habe ich hier schon ungefähr die Hälfte im Ofen gerade. Das hole ich jetzt raus und dann werde ich das auskühlen lassen und die nächste Ladung machen. Das ist die erste Ladung. Man kann natürlich die entweder überall so braun werden lassen wie hier oben oder eben nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die so rauszuholen. Die sind jetzt noch sehr brüchig. Ich probiere einfach mal eins. Kleinste. Also, die sind sehr, sehr brüchig noch. Die werden aber noch ein bisschen fester, wenn sie auskühlen. Sehr lecker. Es ist vielleicht ein klein bisschen süß. Wenn ihr das nicht so gerne mögt, nehmt ihr einfach weniger Puderzucker. Aber es ist super easy und geht total schnell. Ja, das sind meine Kokosmakronen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sehr kurz, aber wie gesagt, backen kann man auch noch auf die letzte Sekunde. Und ihr braucht dafür ja nicht viele Sachen und die gehen super schnell. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.